Kevin flippt dir. Muss man heute nachfragen, weiß man nicht so genau. Nein, was ich sagen möchte, KGB. Es ist ja etwas dahin. Und zwar die Glaubwürdigkeit in den Medien, die ist ja dahin. Und ich habe neulich wurde ich angerufen von jemandem, der noch Fernsehen guckt, der sagt, ja, ihr seid jetzt wieder in Panorama zersägt worden. Ich habe mir das dann auf YouTube angeschaut. Und da hat dann die Moderatorin gefragt, ob sie denn, also sie meinten die Journalisten, ob sie denn irgendetwas anderes gemacht hätten, ob sie etwas geändert hat. Und da habe ich gedacht, stellt sie die Frage ernsthaft? Also ist die so unterbelichtet oder glaubt sie das? Und ich bin zum Schluss gekommen, die haben wirklich nicht gemerkt in den öffentlich-rechtlichen Medien, und ich war ja da mal, dass sich was verändert hat. Also wenn der ehemalige DDR-Bürger wissen wollte, was Phase ist, was seine Regierung so labert und es stimmt, dann hat er natürlich Westfernsehen geguckt. Sehr klar. Er hat das Westfernsehen mit dem Ostfernsehen verglichen und irgendwo in der Mitte war dann die Wahrheit. Und was sich verändert hat, ist, nachdem es jetzt die DDR nicht mehr gibt, nachdem es dieses gemeinsame Deutschland gibt, dass es auch kein Westfernsehen mehr gibt. Ja? Das ist alles Westfernsehen. Und wenn man jetzt praktisch Westfernsehen gucken will, weil wir sind jetzt mal Osten alle, dann muss man ins Internet gehen. Das hat sich geändert. Also der Deutsche, der Gesamtdeutsche geht jetzt ins Internet, das ist sein Westfernsehen. Und das ist, sind die Medien nicht gewohnt, dass man sich auf der anderen Seite auch mal informieren kann und da sagen andere etwas anderes. Ich weiß nicht, was daran jetzt so schwierig ist, aber es ist doch, mit der Presse ist das so, ich weiß nicht, ob es eine neue Geschichte ist, aber eine Medaille. Und die Wahrheit ist, eine Medaille hat doch immer zwei Seiten. Es gibt immer eine andere Seite, die man auch in Betrachtung ziehen kann. Und ich denke, man hat doch uns in der Demokratie auch dazu hinterzogen, in Frage zu stellen. Und zwar nicht nur den Chinesen, nicht nur den Russen, sondern sich selbst auch in Frage zu stellen. Wenn man das nicht tut, dann hat man irgendwas falsch verstanden. Und kaum macht man das, kaum stellt man sich selber in Frage, kaum stellt man das System in Frage, ist man ein Verschwörungstheoretiker oder ein Staatsfeind. Jemand, der so etwas behauptet, ist einfach unterbelichtet und wahnsinnig unsicher bezüglich der eigenen Position. Weil etwas, was sich da herauskristallisiert, ist doch, dass die Medien und die Medienvertreter mit etwas überhaupt nicht umgehen können, mit einem Publikum, was zu viel weiß. Damit können die überhaupt nicht umgehen. Also ein Publikum, das habe ich aber anders gehört, der Kleber, das ist unangenehm, weil da kann man auf diesem Podest nicht mehr stehen und auch von oben herunterbeten, wenn unten jemand sagt, das habe ich aber anders gehört. Und deswegen, was ihr richtig macht, geht ruhig weiter ins Internet, ja, und informiert euch weiter. Aber, und guckt auch die anderen, guckt auch ruhig ARD und ZDF, ihr müsst es ja bezahlen, guckt es ruhig weiter als Amüsement, guckt es ruhig weiter. Es ist quasi so wie aktuelle Kamera 2.0. Und haltet euch aber nicht damit auf, das ist ganz wichtig. Also nicht nur das Angucken und sich darüber aufregen, das kann man so dosenweise machen, das ist wie ab und zu LSD, aber nicht rund um die Uhr, ja, und dann sich mit produktiven Dingen beschäftigen. Also ich nenne das ja mal die Politik der zweiten Reihe. Mich hat gerade der Lars gefragt, ob ich was über die Bilderberger mache. Warum? Ich mache doch auch nichts über Aral-Tankstellen. Warum? Warum soll ich das machen? Dann sage ich, die verkaufen da Benzin, es gibt Strommotoren, das weiß doch jeder, ja? Und Jean Siegler, mit dem wir neulich gesprochen haben, der hat ja gesagt, das sind Clowns, also Clowns der Industrie, die Sachen verbreiten müssen, die gar nicht von ihm stammen. Das wissen wir doch jetzt langsam, oder? Warum soll ich da hinfahren, ja? Ich war nicht auf dem G7-Gipfel, warum soll ich da hinfahren? Ja, also ich fand es toll, den G1-Gipfel oder den G2-Gipfel, ja, mit Putin und dem Varoufakis von den Griechen, das fand ich interessant, da wäre ich gern hingefahren, die haben mich nicht eingeladen, aber egal, ja, also ich denke, die meisten von uns wissen doch, was falsch läuft, sich aber nur darauf zu konzentrieren, was falsch läuft und über die zu lamentieren, wie doof die da oben sind, das ist meiner Meinung nach die falsche Richtung, weil das ist so ein bisschen so, wir sind in diesem Käfig, die Tür ist offen und dann schimpfen wir beim Rausgehen immer darüber, dass die diesen Käfig gebaut haben. Hey, steig doch einfach mal aus diesem Käfig. Kehrt doch in diesen Käfig einfach nicht zurück und macht es nicht. Ihr müsst es nicht machen, ja? Weil viele fragen mich immer, hey, wie machst du das denn einfach? Ich mache einfach nicht mit. Ich mache Dinge, die mir nicht gefallen, ja? Dinge, die mich nicht überzeugen, die mache ich nicht. Das ist wie mit Werbeblock. Wenn jemand sagt, hey, kauf Gala, da ist die neue Geschichte von, irgendeiner Soap, dann kaufe ich das nicht, obwohl das dauernd die Werbung sagt. Also macht ihr Dinge, die euch nicht gefallen. Warum geht ihr zur Wahl? Verstehe ich nicht. Und wählt eine Partei, von der ihr nicht überzeugt seid, wo ihr aber sagt, das ist das geringere Übel. Ich mache es nicht. Ich mache das nicht. Und alle Parteien, die man wählen kann, sind mehr oder weniger rechts. Das verstehen die meisten nicht, weil das sind systemkonform. Sie wollen das System nicht verändern, sie stützen es und wollen ein bisschen weniger Ungerechtigkeit. Das geht bis zu den Linken, aber diese Parteien werden uns gar nicht weiterbringen. Warum nicht? Weil es ein Pyramidensystem ist. Und Pyramidensystem hat ja eine Spitze und ganz oben an der Spitze ist eben nur so wenig Platz. Und wir, wenn wir mit unseren Autos unterwegs sind und uns unterhalten über Interviews und Gäste und was sich so tut, wir denken ständig über neue Gesellschaftsmodelle nach, also so eine Fahrzeit bei uns überbrückt. Und da hat unser Kameramann, ja, ein schlauer Kopf, ja, der hat gesagt, was wir brauchen, das stimmt absolut, schade, dass ich nicht drauf gekommen bin, aber ich gehe es noch weiter, wir brauchen keine gekippte Pyramide, wir brauchen ein Ringmodell, ja, und zwar ein Kreis statt einer Pyramide, und in der Mitte ist die Macht umgeben von Leuten, die dafür sorgen, dass die Macht keinen Unfug macht. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das Modell, das wir brauchen, ja.
Und dann brauchen wir auch keinen großen Kreis, wir brauchen viele kleine Kreise. Und wenn man sich anschaut, ob einem das bekannt vorkommt, ja, das sind Gehirnzellen, das sind Zellen, die sind unabhängig, arbeiten unabhängig. Und wenn einer irgendwie austritt, dann wird die ausgetauscht. Im Grunde sind die Dinge ganz einfach. Macht also kleine Kreise in euren Nachbarschaften, ja, mit euren Nachbarn, macht so wie ganz früher so lagerfeuermäßig, ja, und dann arbeitet zusammen und wartet nicht auf irgendwelche Menschen, die euch verraten oder bestimmen oder euch vorgeben, was ihr tun sollt oder wollt, wo ihr doch sowieso nicht mehr dran glaubt. Ich glaube, das große Dilemma ist, dass die meisten in dieser Gesellschaft nicht gelernt haben, das eigene Bauchgefühl ernst zu nehmen. Ich habe das getan. Ich habe irgendwann mein eigenes Bauchgefühl ernst genommen und das widerspricht dem, was in meinem Kopf passiert. Dann bin ich meinem Bauch gefolgt. Folgt einfach mehr eurem Bauch oder folgt mehr eurem Herz. Es ist gar keine Kunst. Ihr kommt so auf die Welt. Ja? Ihr kommt zuversichtlich und empathisch auf die Welt und das könnt ihr feststellen, der erste Kontakt auf dieser Erde ist ja der Kontakt mit einer Frau. Deswegen sind Frauen die wichtigsten Personen auf diesem Planeten. Das sind ja ausschließlich Mütter, die Menschen auf die Welt bringen. Überprüft das mal. Ja? Und deswegen sage ich auch den Frauen, sie sollen dafür sorgen, dass Männer nicht in diesem komischen Spiel Krieg spielen. Die verhalten ja eure Kinder. Also ihr solltet solche Männer auch nicht mehr in eure Betten lassen. Ganz wichtig, fragt da mal nach. Ja? Also mit Anti-Sex bestrafen, das funktioniert immer. Also ich schweife ab, egal, ich habe jetzt gerade einen wirklichen Spruch gelesen, das ist interessant. Wir leben auf Kosten der dritten Welt und wundern uns, dass das Elend bei uns anklopft. Ich meine, wenn man sich die Zeitungen durchliest, stellt man fest, also enorme Flüchtlingswellen saufen irgendwo im Mittelmeer ab oder aber kommen meinetwegen in Griechenland an oder kommen meinetwegen in Italien an und dann wird hier im Reich am besten überlegt, wie wir diesen Menschen helfen können. Ich finde diese ganze Politik wahnsinnig schäbig. Ich finde es schäbig. Aber es reicht nicht, das nur schäbig zu finden. Man muss sich die Frage stellen, wie man selber Schleuser werden kann. Wie man Menschen, die illegal Europa erreicht haben, wie man die hier noch weiter illegal nach Deutschland reinbringen kann, weil wer Waffen exportieren kann, der kann auch Flüchtlinge aufnehmen. Ja, ganz einfach, auch illegal. Ja, wenn man illegal Waffen verkaufen kann, dann kann man auch illegal Flüchtlinge aufnehmen. Einfach machen, ja, im großen Stil einfach machen und mal ein riesiges, großes Zelt aufbauen vom Kanzleramt. Einfach machen. Ich denke, wir brauchen ein bisschen mehr Anarchie und um an dieser Stelle noch auf ein Interview zu kommen mit Noam Chomsky, was ich in Zeit Online gelesen habe, muss ich sagen, toll, dass sie es abgedruckt haben. Da hat der Noam Chomsky, einer der meistzitiertesten Menschen in den 90er Jahren, wirklich gesagt, es gibt zwei Arten von Intellektuellen und die meisten Intellektuellen haben sich der Macht angedient. Ja, die schreiben als Berater für die Macht und kriegen tolle Positionen. Viele von denen nennen sich dann Linke oder wo auch immer, es spielt keine Rolle. Aber wir brauchen mehr Anarchisten, hat er gesagt. Ja? Also Anarchisten sind also Leute, die das System in Frage stellen und sich nicht andienen. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, und das ist im Grunde ganz einfach, wer schreibt denn eigentlich gegen die Friedensbewegung aus den Linken? Wer ist denn das? Ja, also dass rechte Kreise gegen die Friedensbewegung sind, das ist klar, aber es schreiben ja auch Linke gegen die Friedensbewegung. Das sind alles Leute, die auf Lohnlisten von irgendwelchen Diensten sind, das ist doch völlig klar. Ja, und ich habe mit Menschen gesprochen, die haben mir gesagt, wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel ja, die NPD, die Hälfte davon war vom Verfassungsschutz. Und die NPD hatte politisch gesehen wirklich nicht Macht in diesem Land. Aber die linken Friedenskräfte haben eine enorme Kraft. Wie kann man so naiv sein, zu glauben, dass dort die Dienste nicht drin sind? Die sind da überall drin. Und woran erkennt ihr dann Leute, die quasi für den Staat arbeiten, subversiv sind, die für die Dienste arbeiten? Ihr erkennt sie daran, dass sie gegen die Friedensbewegung schreiben. Ganz einfach. Wer gegen die Friedensbewegung schreibt, ist irgendein subversiver NATO-Vogel. Ist ganz einfach. Das müsst ihr gar nicht überprüfen. Oft wissen das die Leute gar nicht in Frankfurt, wissen gar nicht, woher der Barschek kommt. Aber das sind einfach diese Vögel. Und deswegen konzentriert euch nicht mehr auf diese absurden Kritiken, was über die Mahnwachen geschrieben wird, über die Friedensbewegung geschrieben wird. Sie müsst ja viel größer sein bei dem, was wir sehen, was sich da draußen abspielt. Sondern konzentriert euch auf praktische Dinge, die ihr tun könnt. Ja, auf praktische Dinge, die ihr tun könnt. Und wenn jetzt demnächst wieder eine Wahl ansteht, seid doch mal ganz praktisch und geht da nicht hin. Geht da nicht hin. Aber es reicht nicht nur die nicht zu wählen, ihr müsst dann auch in eurem eigenen Leben die Verantwortung übernehmen und in kleinen Kommunen dafür sorgen, aus einem System auszusteigen. Das bedeutet nicht Aussteiger zu sein, das bedeutet einsteigen in ein neues eigenes Leben, in dem ihr euch einfach besser fühlt. Schwört diesen totalen Wahnsinn ab, das ist wichtig. Ja? Redet nicht über G7 und Angela Merkel. Es gibt dieses tolle Bild, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da sitzt also dieser amerikanische Präsident, über den viele enttäuscht sind, sie hätten sich mehr erwartet, weil der eine schwarze Hautfarbe hat, dachte, er dreht das gesamte amerikanische System um. Der sitzt da in Bayern irgendwo auf dieser Bank, die Arme rechts, links, breit und Angela Merkel vor ihm und erklärt ihm die Welt. Ist das nicht toll? Ja? Da kommt jemand in einen anderen Kontinent und lässt sich dann von Angela Merkel erklären, was nur so zu tun ist und er stimmt so ab, ja, habe ich Zeit, habe ich nicht Zeit. Das ist ein Bild für das, wo wir uns im Moment befinden. Ja? Wir haben auf eigenem Territorium mehr zu sagen, aber wir lassen irgendeine Schnepfe einfach regieren. Warum machen wir das? Ja? Warum macht ihr das? Ja? Also wählt das nicht, verlacht das. Ja? Verlacht das und habt da nicht den falschen Respekt. Und ich kann nur sagen, als halber Deutscher schaue ich mir das auch immer an, was in Deutschland wirklich ausgeprägt ist. In Deutschland ausgeprägt ist immer so ein Respektding. Ja? Ihr habt Respekt auch von der Oberen.
Obrigkeit, wenn Politiker, egal welcher Couleur, egal welcher Partei, auch der Herr Gabriel, wenn das solche Nullnummern sind, ja, ich habe hier gelesen, also Red Null, so ein Distelplakat, ja, dann verlacht doch die auch mal. Warum nehmt ihr die so wichtig? Ja? Oder ein Interview, was ich gelesen habe von Joschka Fischer, den ich mal gewählt habe, ganz früher, als sie noch naiv war. Er findet es nicht in Ordnung, dass Angela Merkel sich nicht zu den amerikanischen Diensten der NSA bekennt. Der ist durchgedreht. Der ist durchgedreht. Politiker auf dem Weg nach oben drehen langsam durch, weil die Luft zu dünn ist. Es können nur wenige Menschen auf 8000 ohne Sauerstoffgerät wieder runterkommen und über klarem Kopf sein. Das schafft der Herr Messner. Aber die meisten da drüben in den Gebäuden schaffen es eben nicht. Wählt doch nicht Verrückte. Ja, lest nicht deren Kommentare und guckt auch nicht deren Fernsehsendungen. Damit komme ich zum Schluss. Wir haben hier etwas getan, ohne Gebühren. Wir haben unsere erste eigene Sendung produziert. Es ist keine Talkshow, es ist keine Show, es ist eine Gesprächsrunde. Schon 200.000 Mal geklickt und viele von ganz oben auf Panorama glauben ja, das sei eine Eintagsfliege. Und ich muss euch enttäuschen, nein, es ist der Beginn einer Serie. Das ist der Beginn einer Serie, ja? Das ist nämlich Bürgerjournalismus, okay? Und zwar Bürgerjournalismus mit Leuten, die es wirklich gelernt haben, finanziert vom Bürger. Es ist überfällig. Guckt diesen anderen Quatsch nicht. Und dass wir es so konservativ gehalten haben, wie wir es gehalten haben, dafür gibt es einen Grund. Wir brauchen eine Exit-Strategie für Embedded-Journalisten. Das ist das, was wir brauchen bei KenFM und die anderen, wir können das alleine nicht stemmen. Wir müssen auch einem Klaus Kleber die Hand reichen und sagen, Herr Kleber, Sie können ab und zu auch mal die Wahrheit sagen. Kommen Sie zu uns, ja, bei uns können Sie auch mal ausreden. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Nicht aufgeben, eins habe ich gelernt, Veränderung, ja, geht nicht ohne etwas, was ich eigentlich gar nicht habe, was ich aber langsam lerne, Geduld, ja. Und hier nochmal Noam Chomsky zu zitieren, die letzten 50 Jahre hat sich schon etwas verändert. Die Vereinigten Staaten konnten im Irak bei weitem nicht das tun, was sie in Vietnam getan haben, ja. Lasst euch auf gar keinen Fall abtören, nur dass ihr, weil ihr gerade weniger seid. Wichtig ist, dass ihr mehr werdet und dass ihr in euren Communities was macht. Wer heute hier nicht hier ist, ist vielleicht in seiner Community und macht was. Und das ist der richtige Weg. Macht euer Handeln oder Nichthandeln nicht davon abhängig, ob irgendwelche anderen Menschen in der Politik euch zustimmen. Vergesst die. Es ist nicht euer Spiel, es ist nicht euer Kinofilm. Geht da nicht hin. Spielt in eurem eigenen Leben die Hauptrolle. Und vergesst das Ich, konzentriert euch mehr aufs Wir. Vielen Dank.